battle. You too. Okay, hallo, hallo. So, ein bisschen Commentary hier noch. Eben saß ich noch am Stream, deswegen von mir kein Commentary. Naja, okay, also wir sehen Linotox gegen Oni Shin. Ein überraschendes 2-0 bisher. Heute machen wir Best of 5 zu Linotox Glück. Beziehungsweise wahrscheinlich hat er die ersten beiden Games genutzt, um Pikachu einmal auszuprobieren. Aber Oni Shin sehr solide. Zweimal gewonnen mit Samus. Und diesmal geht's gegen Mewtwo. Ich bin mal gespannt. Also 3-0. Oh, ist das schon ein Gimp? Oh, Jump. Noch da, aber immer noch nicht. Oh, wow. Okay. Also hier die Lead für Linotox. Guter Gimp. Aber 123%. Natürlich kein Pappenstiel hier für Mewtwo. Und Oni Shin versucht es noch nicht mit dem Upthrow. Mewtwo einer der leichtesten Charaktere, aber glaubt nicht, dass es killt. Geht erstmal für den Downthrow, damit der nicht stale wird, der Upthrow. Oh, ja, das ist viel Damage. Schon in Mid-Percent-Range. Schafft sie nicht. Hier ist Max-Rage Mewtwo. Das ist natürlich nicht leicht, da nicht früh zu sterben. Jetzt wahrscheinlich aggressiv für den Gimp. Nein, erstmal nur der Edge Guard, Upthrow killed. Okay, also kein Max Rage Mute zumindest mehr. Mal schauen, ob. Oh! Oni Shin dann noch irgendwie zurückkommen kann. Von den Prozenten her sehr hoch. Oh, und der Reflect Charged Shot reicht für den Kill. Das Tempo wird auf jeden Fall angezogen hier von Linotox. Oh, es ist ja auch seine letzte Chance hier. Ist auch ein sehr starker Pool, muss man dazu sagen. Ich meine, dass Skeddy auch in dem Pool ist. Linotox, Skeddy, Hollow Man und Oni Shin. Ziemlich starker Pool, muss man dazu sagen. Aber ja, also halt auch einfach viele gute bei diesem Event. Deswegen ist das teilweise nicht so leicht zu ziehen oder auch weiterzukommen. Oh! Nochmal nach einer Chance aus hier für Oni Shin. Muss jetzt hier irgendwie den Kill bekommen. Ansonsten ist er auch schon in Kill-Range für Mewtwo. Er muss sehr vorsichtig sein mit... Ah, wieder der Downthrow erstmal. Oh ja, wir sehen die Down-B an der Edge, die Frame-Traps, aber Linotox lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. 140%. Schafft es Oni Shin hier irgendwie den Kill zu bekommen. Ein Grab würde reichen, einiges würde reichen. Ah, das ist der Grab. Ja, okay. Last Stock schon mal. Das ist jetzt die Chance, ein 3-0 gegen Linotox zu holen. Das hätte keiner erwartet. Es ist möglich. Es ist... Oh nein. Oh, ich dachte schon, der SD. Okay, jetzt muss er ganz vorsichtig sein hier an der Edge. Oh. Klangt hier mit der... Oh ja, und die Backer. Okay, es wird also erstmal ein 2-1. Linotox holt sich mit Mewtwo, mit seinem Main, hier den Sieg. Und wir gehen in die nächste Runde. Ich mach mal so. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn ich einfach in die Mitte gehe. Ja, also, wir haben in den ersten beiden Games Pikachu gesehen. Linotox auf Pikachu, den er durchaus spielt, aber was eben nicht sein Main ist. 2-0 stand es für Oni Shin. Jetzt das 2-1 mit dem Mewtwo. Und wir schauen mal, wie das hier mit dem nächsten Game vorangeht. Am Anfang sah es gar nicht so schlecht aus für Oni Shin. Aber dann mit dem Early Gimp. Die Gimps sind hier auf jeden Fall das Main-Problem für Oni Shin. Da muss er sehr vorsichtig sein, gerade mit Float. Es ist einfach nicht so leicht, nicht gegimpt zu werden. Zumindest von Linotox, der wirklich ziemlich gut damit geht. Mit diesen riesen Hitboxen von Mewtwo. Und bisher 0% auf ihm. Die zwei Siege sind auf jeden Fall schon sehr wichtig für Oni Shin, wenn er hier weiterkommen will.
gegen den ersten Platz. Sind zwei Siege auf jeden Fall stark. Wenn es dann zu einem Head-to-Head kommt, also wenn unentschieden zwischen dem zweiten und dritten Platz stehen würde, könnte ihm das auf jeden Fall helfen. Von daher wäre der die Niederlage gegen den ersten Seed nicht schlecht, aber wenn man schon 2-0... Oh! Ah, kommt er noch ran? Nein. Wenn man schon 2-0 in Führung... Oh, okay. Und wir gehen in Game Nummer 5. Okay, Unishin merkt, in dem Game ist nichts mehr zu retten. Er entscheidet sich dafür, zu resetten noch einmal das Mindset. Gut. Also, das war ein schnelles Game gerade. Ein sehr dominantes von Linotox. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir für eine Stage sehen, weil Reset hin oder her, da braucht man eine Taktik. Irgendeine Taktik muss es geben. Vielleicht nochmal eine Stage, die Linotox nicht so gut kennt oder auf der man besonders gut ist. Vielleicht sowas wie Battlefield oder so. Und oder eine möglichst große Stage. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und Scaddy und Hollowman warten hier schon. Die wollen als nächstes hier on stream spielen. Sind hier schon am Rumtanzen. Oh, okay. Wir sehen also den Charakter-Switch. Wir sehen hier Marth. Ein Charakter, den man irgendwie aus irgendeinem Grund gar nicht so selten im Norden sieht. Oh. Was geht ab, Digga? Ja, guck mal hier, Mr. Marth. Was sagst du dazu? Da muss man noch was abgucken jetzt. Mhm. Oh, cooles Layout. Ja, oder? Cool. Das ist ein neues Layout. Nice. Cool, dass er endlich mal fertig gekriegt, ja? Ja. Ein Tag vor NIZ. Nice. Pünktlich. Spiel die ganze Zeit Marth? Nee, ne? Nee, davor war das Pikachu gegen... Pikachu? Gegen Samus, genau. Also Pikachu auf der Seite von Linotox. Und nach dem zweiten Game stand 2-0 für Unishin. Ja. Oha. Zweimal Samus gegen... Gegen Mewtwo. Und jetzt steht es 2-2 und der Marth wird gezückt. Was an sich auch keine allzu schlechte Entscheidung ist mit den Tippern. Also wenn man denkt so, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal komplett crazy, dann ist das keine dumme Entscheidung, weil man einfach den... Nee. Ja, gute Entscheidung hier von Linotox, will nicht den Tipper fressen. Ja, ja. Bei 40, safe tot. Safe. Safe, noch eine Edge da, auf jeden. Wie gesagt, alles noch drin. War knapp. Oh, dann machen wir der F-Smash. Nee. Bisschen zu early. Linotox auf jeden Fall gerade reaktiv am Spielen. Okay, was ist mit dem Shieldbreaker? Ja. Ich vermisse ein bisschen die Dancing Blade, Side B. Okay. Okay. Oh, schön. Ja, du, ne? Alle nur drin. Alle nur drin hier. So eine saftige Kombo. Ein Tipper bei 60 und dann heißt es Bein hinab. Oh, ne. Geht noch nicht. 150. Oh, nein. Kein Max Rage Math. Okay. Ah. Ich dachte, Tipper bei 0 Tilt. Oh. Oh, gefährlich. Gepunished. Schön am Warten von Linotox. Aggression. Wie wir das jetzt wahrscheinlich finishen, so in den nächsten Seconds. Außer es kommt jetzt ein mieses Comeback von Unishin. Okay. Ja, war gut. Gut nachgedacht. Up B kann man auch machen. Oh. Oh, nee, schade. Ja, ne? Oh, ja, und Up Smash. Der wird es dann auch mal erledigen. Kurz machen. Bevor sich der Fernseher hier von selbst ausschaltet. 50 Sekunden.